Ich grüße euch, Gebirge ist hier mit einer kleinen Information. Naja, so eine Art zu Mario Kart 8. Und zwar möchte ich mal eben das Turnier erstellen. Ich nehme euch kurz mit durch den kleinen Prozess, den man so durchleben muss, um so ein Turnier zu erstellen. Ist nicht viel, ist nur eine Kleinigkeit. Zumindest so weit, dass ihr den Code dann direkt habt, wenn ihr das Video schaut. Und ich meine, das ist ganz angenehm so. Ich mache ein Video, ich lade es hoch, ihr habt den Code und alle sind zufrieden. So, ich klicke auf Turnier und gehe auf Turnier erstellen. Das letzte Turnier, was wir hatten, war ja... Naja, das war nicht so cool gelaufen für mich. Da ich erst, ja, recht spät auf die große Gruppe zugekommen bin. Leider. Deswegen versuche ich heute, beziehungsweise ich versuche einfach mal im Vornherein hinzuzukommen zur großen Gruppe. Und ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Ich nenne das Turnier einfach mal, weil es das dritte Turnier ist, das dritte, keine Ahnung, dritte Kieselturnier. Klingt super, ne? Und am Ende mache ich einfach noch Mario Kart 8 hin. Also MK8. Wo haben wir es denn? Hier, da. Moment, nein. Verdammt. MK8. So. Das dritte Kieselturnier auf MK8 Niveau. Wie gewohnt fahren wir auf 150cc. Auch wenn zwei Leute oder so gesagt haben, 200cc wäre gar nicht mehr so scheiße. Aber wir wollen ja keine Leute abschrecken dadurch, dass wir 200cc fahren. Da gerade eben mehr Leute hinzukommen, was mir ganz gut gefällt, und die halt nicht dann direkt zerstört werden sollten. Wir fahren natürlich wieder ohne DLC, weil manche Leute halt keinen DLC haben, was ich immer noch ein bisschen finde. Besorgt euch die DLCs, die sind gut, die sind nicht mal teuer. Da lohnt sich sogar 12 Euro für beide Packs zusammen. Mhm, hat sich total gelohnt. Man bekommt ja beide Yoshi-Farben und beide Shy Guy-Farben. Oder war das nur im Vorverkauf? Ne, wer weiß. Wir fahren ohne Teams mit allen Items oder haben wir irgendwas anderes? Panzer? Nö. Bananen? Nö. Pilze? Nö. Bob-Oms? Nope. Nur Münzen? Nee. Ohne Items Münzen? Nö. Furiose Items. Oh, furiose Items. Ja, das ist super. Alle Fahrzeuge, jede Steuerungsart, keine kommen. Wir fahren natürlich am... Moment, wie viel haben wir heute? Wir fahren am 6. Zwischen 19 und 20 Uhr. Wir fahren eine unbegrenzte Zahl an Rennen, denn ich weiß, dass 8 Rennen nicht reichen werden. Dann mache ich lieber eine unbegrenzte Zahl, falls wir doch eine Strecke bekommen, die einfach irgendwie nach 2 Minuten durch ist. Dass wir nicht nach, keine Ahnung, 30 Minuten durch sind. Gegner wechseln könnten wir machen, theoretisch. Aber das könnte dazu führen, dass wir halt keine großen Gruppen haben, sondern zwei kleine gesplittete Gruppen. Und das ist nicht so cool. Nicht wechseln, also Zugang für alle offen durch einen Code. Global, sonst kommen hier noch irgendwelche komischen Typen rein, die wir nicht haben wollen. Global und das passt. Jetzt bekomme ich gleich einen Code auf dem Bildschirm, nachdem ich eine Begrüßungsnachricht geschrieben habe. Das wird super. Das ist super. Ach ja, ist einfach herrlich. Man kann sich darauf einstellen. Man muss nicht erst kurzfristig einen Code raussuchen. Und dann hat man es auch als Video. Das ist einfach hervorragend. Wie nenne ich die Begrüßungsformel? Ich überlege mal kurz. Danke für... Kiesel. Steinchen. Kieselsteine. Habe ich irgendwo ein Ausrufezeichen? Ich habe ein Ausrufezeichen. Da war es. Ich habe es gesehen. Da. Dieses Video ist gleichzeitig auch irgendwie so mein... Naja, so ein kleines Dankeschön sagen. Dafür, dass ihr da seid. Mit mittlerweile, ich glaube, es waren jetzt 253 eigentlich schon Followern, beziehungsweise Subscribern, Abonnenten auf YouTube. Finde ich ganz cool. Ich hoffe, ihr könnt es auch ausbauen dieses Jahr, denn es gibt zwar nicht so viel an Projekten, die dieses Jahr rauskommen, oder an neuen Spielen, die ich unbedingt spielen muss und werde,
Aber es gibt so ein paar Dinger, die ich noch abschließen werde. Und ich werde auf jeden Fall, wenn es weiterläuft, wöchentlich halt Mario Kart spielen, weil ihr einfach nur Mario Kart wählt. Ihr wählt nicht Smash Bros. Aus, woraus ich eh so eine Sache machen wollte, von wegen, oh, schreibt mich an, dann kämpfen wir, ihr nehmt es auf, wenn ihr wollt. Und Splatoon, ja, Splatoon ist nicht mein Fall, wirklich. Nicht mehr, nicht mehr. Bin ich komplett raus. Aber, egal. Der Code, den seht ihr auf dem Bildschirm. 3552-6527-0461. Wenn ihr teilnehmen wollt, dann gebt den Code ein. Tragt euch schon mal vorher ein am besten, damit ihr es nicht erst mal vergesst, wieder eintragen müsst und vielleicht ein bisschen später kommt. Oder Probleme habt, in die Gruppe einzusteigen. Und wenn alles gut läuft, dann sehen wir uns da unten, wenn ich da hinkomme. Hier. Da drin. Fällt mir ein, ich muss den noch löschen. Der ist schon abgelaufen. Löschen. Löschen. Ja. Obwohl ich ihn eigentlich umfunktionieren könnte, aber nö. Nö. Ich bin so gewagt. Ich mache immer neue Turniere auf. Das macht viel mehr Spaß. So. Dann sehen wir uns hier in dem Turnier morgen. Am Freitag. Und ja, vielleicht kann es ja was Interessantes geben. Furiose Items werden interessant. Oh, so viele Red Shells und Blue Shells. Ach, widerlich. Ich werde Spaß haben. Eventuell ist auch, wenn er mitmacht. In unserer kleinen Gruppe, die wir haben, wo wir da quatschen können. Hehehe. Ach ja. Ja, das wird lustig. Das wird lustig. Aber gut, ich bin raus. Ich wünsche noch was. Man hört sich dann morgen oder später. Gibt dann nämlich noch heute Xenoblade Chronicles X. Wo ich ganz viele Quests abschließen werde. Die ich schon ein bisschen länger offen habe. Und Hashtag zurück in die Zukunft. So in der Richtung. Aber gut, ich bin raus. Ich wünsche noch was. Bis dahin. Und ciao, ciao. Toodles.